Eine Planänderung, Commander. Dringende Nachricht vom Unbekannten. Ich stelle ihn in den Kommunikationsraum durch. Tja, wie das manchmal so ist mit Plänen, die werden dann doch torpediert. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Ich konnte mal wieder doch nicht die Rohstoffe sammeln und das lag einfach daran, dass der Unbekannte schon wieder mit uns reden will. Und wenn der Unbekannte mit einem reden will, dann hat man auch nichts anderes zu tun. Dann darf man nicht mehr durch den Weltraum reisen und irgendwelche Missionen erledigen. Nein, dann muss man mit dem Unbekannten reden. Deswegen würde ich sagen, machen wir uns mal auf in den Kommunikationsraum und sprechen mit dem Unbekannten, ganz wie er es möchte. Ich stelle den Unbekannten durch, Commander. Mhm. Hauptsache, er kann an seiner Fluppe rauchen. Shepard, das ist die Gelegenheit. Ich habe ein Notsignal von einer turianischen Patrouille empfangen. Sie ist jenseits des Corlus-Systems auf ein Schiff der Kollektoren gestoßen. Die Turianer wurden ausgelöscht, aber vorher haben sie das Kollektorenschiff lahmgelegt. Sie müssen an Bord des Schiffes gehen und Daten über die Kollektoren besorgen. Finden Sie für uns einen Weg zu Ihrer Heimatwelt. Kaum vorstellbar, dass eine Turianer-Patrouille ein Kollektorenschiff lahmlegt. Berichten zufolge ist die Hülle intakt. Aber alle Systeme sind anscheinend offline. Vielleicht finden in diesem Augenblick bereits Reparaturen statt. Es ist sicher nicht ungefährlich, aber wir können uns so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Wenn die Turianer dort eine Patrouille hatten, warum schicken sie dann kein Aufklärungsteam hinterher? Das werden sie. Irgendwann. Aber ich habe die Funksprüche abgefangen. Bis dahin füttern wir sie mit gefälschten Berichten. Sie sind nah genug, um reinzugehen und wieder weg zu sein, bevor die Turianer die Wahrheit herausfinden. Ist diese Information wirklich verlässlich? Information ist meine Waffe, Shepard. Sie ist verlässlich. Schicken Sie mir die Koordinaten, ich kümmere mich darum. Ist bereits geschehen. Sobald Sie an Bord sind, stellen Sie eine Verbindung zu Edi her. Sie durchforstet dann die Daten nach Informationen über das Omega-4-Portal. Viel Glück, Shepard. Koordinaten eingegeben. Auf zum Schiff der Kollektoren. Ich will nicht. Es gibt andere Sachen, die ich wichtiger finde. Lasst mich doch auch mal was entscheiden. Bin ich nicht der Captain auf diesem Schiff? Habe ich überhaupt irgendwas zu sagen? Na gut, wenn es sein muss, dann halt auf zum Kollektorenschiff. Na gut. Traurig, traurig, was so ist. Uns bleibt ja nichts anderes übrig. Da können wir eigentlich mal... Nehmen wir Samara mit? Ach klar, komm, wir nehmen mal Samara mit. Da können wir die auch mal in Aktion sehen. Ich wollte eigentlich auch mal Grant mitnehmen, aber ich brauche wenigstens einen, der die Überlastung beherrscht. Blöd. Wie war das eigentlich mit Thane? Der, ach nee, stimmt, der war ja gar kein Techniker. Dann weiß ich gar nicht, wen ich jetzt noch mitnehme. Boah, den hat ja auch nicht. Blöd. Wie war es mit Tali? Die kann das nicht. Scheiße. Okay, warte mal, wir nehmen mal Samara wieder raus. Übrigens wechsle ich bei Tali mal wieder auf das alte Outfit zurück. Und, ach komm, scheiß drauf, wir nehmen Garrus mit und dann halt noch Miranda. So, was soll's. Auf geht's! Eigentlich wollte ich das noch nicht tun hier, aber mir wird ja keine Wahl gelassen und ich hoffe, danach ist dann noch genug Zeit, alles andere zu machen. Gut, dann lernen wir mal, was machen wir denn mit Shepard? Ich weiß es gar nicht. Gehen wir auf die Singularität oder auf die Biotikmeisterschaft? Gesundheit, Aufladezeit von Kräften. Ja komm, wir gehen mal hier drauf. Bei den anderen beiden, könnten wir mal... Komm, Garrus, Überlastung. Das klingt gut. Verbesserte Überlastung. Ihr Impuls fügt synthetischen Feinden jetzt so viel Schaden zu, dass sie bei ihrem Tod explodieren. Klingt okay, aber das andere ist noch viel schöner. Bereichsüberlastung. Sie haben die Stärke ihres Impulses erhöht. Der Wirkungsbereich ist größer und sie können somit leichter mehrere Ziele treffen. Das klingt gut. Das nehme ich. Jetzt ist Garrus ein verdammt guter Überlaster. Das wird witzig gegen die Gap. Okay, und Miranda kann eigentlich... 3 Punkte. Spare ich mir die? Nee, komm. Ach, scheiß drauf. Ich gehe auf Cerberus Officer. Und dann kann es losgehen. Gut. Auf zum Kollektorenschiff. In die Höhle des Löwen. Haben Sichtkontakt zum Kollektorenschiff. Emissionen sehr niedrig. Passiven Infrarottemperaturen zufolge sind die meisten Systeme offline. Triebwerke sind kalt. Das Ding ist gewaltig. Wie sind die Turianer damit fertig geworden?
Laserscans ergeben keine Rumpfschäden auf der uns zugewandten Seite. Ich registriere keine Verzerrung des Masseneffektfeldes. Der Antriebskern scheint offline zu sein. Kontakt in 30 Sekunden, Commander. Viel Glück. Insektenstock. Die Tiefenscans haben einen Zugangsknoten für eine Verbindung mit den Datenbanken der Kollektoren entdeckt. Markiere Position auf dem Computer Ihres Kampfanzugs. Oh je, das wird witzig. Shepard, ich habe die EM-Signatur des Schiffs mit bekannten Kollektorprofilen verglichen. Es ist dasselbe, das Ihnen schon auf Horizon begegnet ist. Vielleicht haben es die Verteidigungstürme für die Turianer sturmreif geschossen. Die vermissten Kolonisten könnten an Bord sein. Falls sie noch leben. Schauen wir doch mal. Vielleicht hier vorne in der Kapsel. Was gibt's denn da? Das sind die gleichen Behälter, wie sie die Kollektoren auch auf Horizon benutzt haben. Nur, dass die hier leer sind. Schrecklich. In diesen Kapseln gefangen. Völlig der Gnade der Kollektoren ausgeliefert. Und es gibt hier Kapseln über Kapseln. An jeder Ecke. Das sieht übel aus. Oha. Warum sollten die Kollektoren einen Haufen Leichen herumliegen lassen? Wurden wohl für Tests benutzt. Diese Subjekte haben anscheinend nicht bestanden. Das haben sie nicht verdient. Die wenigsten bekommen im Leben das, was sie verdienen. Hartes Urteil, aber manchmal stimmt das tatsächlich. Gut, wir schauen mal weiter. Vielleicht können wir wenigstens dafür sorgen, dass anderen nicht mehr so ein Schicksal zustößt. Wir schauen mal. Noch mehr Leichen, in jeder Ecke, Massen von Leichen. Es scheint also irgendwie so, als ob sie die Leute entführen, um sie dann zu töten. Aber warum, ist die Frage. Immerhin bezahlen auch die Kollektoren mit Credits, dann können wir die doch zumindest einsammeln. Das ist ein Kollektor. Haben die etwa an ihresgleichen Experimente durchgeführt? Edie, ich starte den Upload der Daten von diesem Terminal. Versuchen Sie herauszufinden, was die vorhatten. Daten erhalten. Analysiere. Die Kollektoren haben grundlegende Erbgutvergleiche zwischen ihrer Spezies und den Menschen durchgeführt. Suchen Sie nach Ähnlichkeiten? Über ihre Motive kann ich keine Hypothese aufstellen. Mir liegen nur die Ergebnisse der Voruntersuchungen vor. Sie enthüllen etwas Bemerkenswertes. Eine genetische Struktur mit 4 Strängen, identisch mit Funden in uralten Ruinen. Wir kennen nur eine Spezies, die diese Struktur aufweist, die Proteaner. Ja, die Kollektoren sind indoktrinierte Proteaner. Mein Gott, die Proteaner sind gar nicht verschwunden. Sie arbeiten jetzt für die Reaper. Es sind keine Proteaner mehr, Shepard. Ihr Erbgut weist eindeutig auf umfassende genetische Veränderungen hin. Die Reaper haben sie ihren Bedürfnissen entsprechend umgestaltet. Man möchte meinen, darauf hätte früher schon mal jemand kommen müssen. Niemand hatte bisher je die Möglichkeit, den genetischen Code der Kollektoren so gründlich zu untersuchen. Ich habe bereits 2000 Allele gefundenen Fragmenten zugeordnet. Dieser Kollektor stammt wahrscheinlich von einer Kolonie der Proteaner im Styx-Theta-Cluster. Aber es gibt Hinweise auf umfassende Veränderungen. 3 Chromosomen weniger. Reduzierte Heterochromatinstruktur. Entfernung überflüssiger Müllsequenzen. Die Reaper haben die Proteaner nicht ausgerottet, sondern in Monster verwandelt und versklavt. Trotzdem, sie arbeiten jetzt für die Reaper und deshalb müssen wir sie aufhalten. Uns werden sie nicht antun, was sie mit den Proteanern gemacht haben. Suchen wir, was wir brauchen, bevor die Kollektoren kommen, um das Schiff zu bergen. Los! Schauen
Sturmgewehrtraining, Schrotflintentraining oder Präzisionsgewehrtraining. Ja, für uns ist das eigentlich egal, was für eine Spezialisierung wir wählen. Oder kommt das jetzt noch zusätzlich dazu bei uns? Das weiß ich gar nicht, wie das ist. Dann nehme ich mal das Sturmgewehr. Oh, nice. Das heißt, ich habe jetzt noch das Sturmgewehr zusätzlich als Waffe. Ah, das ist aber schön. Ich meine, die Vindicator ist jetzt wahrscheinlich nicht die geilste dafür, aber das ist schon cool, dass wir jetzt noch eine zusätzliche Waffe kriegen. Ich bleib trotzdem mal bei der MP, bei der Locust. Einfach, weil wir da schon die richtige ausgewählt haben, sozusagen. Aber jetzt haben wir die grausame Gewissheit, die Kollektoren sind eigentlich indoktrinierte Proteaner. Und jetzt wissen wir auch, was die Proteaner eigentlich für ein Antlitz haben. Bisher haben wir noch keinen Proteaner gesehen. So sehen sie also aus. Gut, man hat sie schon ein bisschen in den Visionen von Shepard im ersten Teil gesehen, aber das war auch alles. Nun wissen wir, wie sie in Bewegung aussehen. Auch wenn wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass sie ein kleines bisschen anders aussahen im Original. So, was haben wir denn da Schönes? Ich nehme mal das schwere Gewehr Mattock. Das klingt doch gut. Oder nehme ich das Kollektorensturmgewehr? Weiß ich gar nicht. Ich probiere es mal kurz damit. Schauen uns das mal an. Ich will mal kurz die Zielautomatik checken. Oh, nee, nee, das muss nicht sein. Ah, nee, hier ist das Sturmgewehr. Ich bin ein Held. Ich muss auch auf die richtige Waffe gehen. Wow. Ist ja doch ganz witzig. Und die Mattock? Wie ist die so? Sturmgewehr? Mattock? Oh. Die ist ein schweres... Okay, interessant. Könnte man auch machen. Hohe Durchschlagskraft für mittlere Reichweite. Kontrollierter. Ja, ja, schön. Was ich mich gerade frage ist, wogegen die ja effektiv sind. Hm, nee, ich glaube, ich gehe mal auf das Sturmgewehr. Steht es mit drin? Nee, steht nicht drin. Hm. Okay, auch doch hier. Feindliche Schilde mit tödlicher Effektivität deaktivieren. Klingt gut. Nehmen wir. Ist mir etwas lieber als... Nein, als die langsame Variante vom Mattock. Das können die anderen machen von mir aus. Wir steigen aber mal auf das Schnelle ein. Und dann wollen wir mal ein bisschen Kollektoren jagen. Sehen Sie, an der Decke. Noch mehr dieser seltsamen Kapseln. Es müssen Hunderte sein. Wie viele davon sind wohl voll? Zu viele. Ich registriere keine Lebenszeichen in den Kapseln, Shepard. Wahrscheinlich sind die gefangenen Opfer gestorben, als das Schiff seine Primärenergie verloren hat. Tja, ich nehme mal an, ursprünglich waren alle voll mit gefangenen, lebendigen Objekten. Denn wenn wir überlegen, dass die Kolonien immer komplett ausgeräumt wurden und dabei Tausende verschleppt wurden, natürlich gibt es dann auch Tausende von Kapseln, die gefüllt sind und hier rumhängen. Und es sieht alles aus wie in einem riesigen Insektenstock, wo wir hier sind. Hoffen wir mal, dass wir nicht ganz tief ins Bienennest hineinstechen. Können wir mal hier drüben schauen. Das Terminal spricht uns so an. Das könnte nützlich sein. Ah, siehst du mal, ein bisschen Schadenschutz für uns. Commander, das müssen Sie hören. Ich habe Edios eine Ahnung heraus dieses Schiff analysieren lassen. Ich habe das EM-Profil mit den Daten der ursprünglichen Normandie von vor 2 Jahren verglichen. Ha. Beide stimmen exakt überein. Dasselbe Schiff, das mich 2 Jahre verfolgt hat? Das kann kein Zufall sein. Irgendwas stimmt da nicht, Commander. Seien Sie bloß vorsichtig. Es ist immer wieder dasselbe Schiff, dem wir begegnet sind. Auf Horizon, als die Normandie 1 zerstört wurde. Und jetzt liegt es auf einmal mitten im Weltraum rum? Schon komisch. Unfassbar. Selbst wenn Sie jeden Menschen in den Terminus-Systemen verschleppen, könnten Sie damit nicht alle Kapseln füllen. Sie werden sich die Erde vornehmen. Nicht, wenn wir sie aufhalten. Wahnsinn. Ich meine, man sieht die Kapseln nicht so genau, ne? Aber wenn wir uns vorstellen, dass diese riesige Weite auf der kompletten Fläche mit Kapseln gefüllt ist, wo dann Menschen reinkommen, die dann alle sterben sollen. Das ist eine riesige Auslöschung. Aber wozu das alles? Warum die Menschen? Da, auf der Plattform. Sieht aus wie eine Art Steuerkonsole. Ja. Wo sind die Leichen der Kollektoren-Crew? Vorsicht, Shepard. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Klar, das stinkt gewaltig zum Himmel nach Falle. Das ist doch schon logisch.
Vor allen Dingen ist auch die Frage, warum töten die Kollektoren die Menschen nicht gleich auf den Kolonien, sondern schleppen sie erst hierher und töten sie dann. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Edie, ich richte eine Verbindung zwischen Ihnen und dem Kollektorenschiff ein. Sehen Sie mal, ob Sie was Nützliches aus den Datenbanken rausholen können. Datenübernahme wird durchgeführt, Shepard. Das bedeutet nichts Gutes. Ja. Gar nicht gut. Was zum Teufel ist gerade passiert? Plötzliche Energieüberlastung. Alles hat sich abgeschaltet, aber jetzt sind wir wieder da. Ich konnte den Großteil der Überlastung auf unkritische Systeme umleiten. Shepard, das war keine Fehlfunktion, es war eine Falle. Was für eine Überraschung! Das macht's aber nicht einfacher. Ein wenig Hilfe, Edie. Ich habe Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Jemand ist im System. Jetzt geht's los. Ärger voraus. Ab mit dir. So, komm, kleine Barriere weg. Und dann, nein, Warp ist jetzt, glaube ich, ein bisschen überflüssig. Schmetter mal. So, okay. So richtig wirksam ist die Waffe nicht gegen die Panzerung, habe ich das Gefühl, ne? Wartet mal, ich wechsle mal auf... Keine Ahnung, worauf ich wechseln soll. Ich glaube, die schwere Pistole ist gut dagegen. Okay, da hat sich sowieso gerade erledigt. Oh, sehr schön. Gut. So, einfach mal aus der Ferne ein bisschen draufhalten. Wird schon funktionieren. So, können wir vielleicht noch... Shit, Garrus ist im Arsch. Machen wir mal hier eine kleine Wiederbelebung. Und dann müssen wir mal wieder die Pistole ein bisschen mehr bemühen. Jetzt machen wir euch fertig. Oh, fuck. Komm schon. Mehrere davon. Ich weiß, ich habe noch die schwere Waffe, aber die will ich mir noch aufsparen. Und wir sind noch ganz am Anfang unserer Rückkehr aus diesem Nest hier. Gut, die Pistole ist leer. Wechsel mal bitte auf die hier. So, das war's für den ersten Moment schon mal. Quatsch nicht, sondern mach! Okay, Warp auch auf dich. Sehr gut. Komm, erstmal den einen runterschmeißen da. Ah, schon wieder der Vorbote. Ich hasse ihn. Noch nicht auf den da hinten. Mensch. Miranda, warum stehst du eigentlich davon mitten im Kreuzfeuer? So, erstmal den weg. Ich glaube, langsam muss ich mal das Sturmgewehr auspacken. Wo habe ich es denn? Hier. So, jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt kriegt ihr eure eigene Technologie zu spüren, Freunde. Ach shit, nachladen. Könnt ihr helfen? Gebe ich zu. Komm schon. War's das? Sehr gut.
Okay, ich hoffe doch, ihr habt ein bisschen Muni für mich, oder? Shepard, Sie müssen meine Verbindung zu der Steuerkonsole manuell wiederherstellen. Geht gleich los, Edie. Ich muss erstmal nach Muni suchen. Nur keine Panik. So. Haben wir denn vielleicht... Muss ich die anderen jetzt noch extra nachladen? Oder wie sieht's aus? Oh ja, muss ich. So, hier ist jetzt... Die ist auch schon nachgeladen. Dann wechseln wir auch wieder auf die. Noch mehr Muni hier? Oder war es das schon? Nee. Sieht nicht gut aus. Aber hier oben haben wir noch Energiezellen. Das nehmen wir natürlich gerne noch mit, bevor wir dann abhauen. Oh, gut. Sie müssen meine Verbindung zu der Ja, Edie, ich komme ja schon. Die Dame möchte beschäftigt werden. Ich habe die Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Ich wusste, Sie lassen uns nicht im Stich, Edie. Ich arbeite stets mit maximaler Kapazität. Haben Sie, was wir brauchen? Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auch das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Für mich klingt es logisch, dass Sie die erste Nachricht als Köder gesendet haben. Nein, es ist ungewöhnlich, weil turianische Notsignalkanäle eine Sekundärverschlüsselung aufweisen, die aber bei dieser Nachricht fehlerhaft ist. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Tja, ich würde sagen, weil er alles riskiert, um an Informationen zu kommen. Wir haben schon auf Horizon gesehen, dass er auch mal die Kollektoren irgendwo hinschickt oder ihnen einen Wink gibt, wohin sie sich begeben sollen, damit wir mal aus erster Hand einen Kollektorenangriff erleben. Warum sollte es hier anders sein? Er hat halt darauf vertraut, dass wir rauskommen. Und momentan sieht es ja auch so aus, als ob wir das tun. Wir haben jetzt keine Zeit für Schuldzuweisungen. Wir werden ihn fragen, wenn wir das hinter uns haben. Das ist kein guter Zeitpunkt, um zum Optimisten zu werden, Shepard. Nein, der Commander hat recht. Es muss eine andere Erklärung geben. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht noch eine Normandy verlieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, Abmarsch!